bin Ann-Christine Tripphaus, bin in der Ausbildung als Physiotherapeutin, bin 22 Jahre alt und bin auf den Beruf gekommen, weil ich selber betroffen war, hatte selber einen Sportunfall. Meine tägliche Aufgabe hier ist es eigentlich, den Patienten in eine Richtung zu leiten. Es gibt Situationen, wo Patienten nicht so motiviert sind oder depressiv gestimmt sind. Da ist es zudem unsere Aufgabe erstmal zu sagen, okay, ich begleite den Patienten, ich hole ihn ab, wie es ihm derzeit geht. Und darauf basierend ist halt die Therapie. Und mit der Therapie versucht man dann wieder die Selbstständigkeit besonders zu fördern, aber auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten wieder zu fördern, die ein Patient oder die ein Mensch haben muss für den Alltag besonders. Ganz besonders an dem Beruf gefällt mir eigentlich die Zusammenarbeit mit den Menschen. Das ist das A und O in dem Beruf. Bevor ich in den Beruf einsteige, würde ich auf jeden Fall 2 Monate ungefähr in eine Einrichtung gehen, um zu schauen, bin ich bereit, sehr nah an einem Patienten zu arbeiten. Man darf keine Hemmungen haben, motiviert sein, Spaß an Bewegung haben und ganz, ganz wichtig, das Interesse am menschlichen Körper. Du lernst nicht nur für deine Patienten, sondern du lernst auch für dich selber. Das, was du an deine Patienten anwendest, kannst du in deinem Umfeld und für dich selber halt auch anwenden. Ich habe persönliche Ereignisse erlebt in der Familie, wo ich hätte sagen können, das hätte ich mit der Ausbildung vermeiden können und das möchte ich später machen. Ich möchte das, was ich in der Vergangenheit sage ich mal so, verpasst habe, möchte ich zukünftig vermeiden, indem ich halt vorher schon eingreifen kann durch meine Kenntnisse aus diesem Beruf. Jeder Erfolg wird halt einfach gemeinsam mit dem Patienten erlebt. Man freut sich über den Erfolg der Patienten und das ist das, was einen selber auch motiviert und was einem Freude macht, zu sehen, wie die Patienten Fortschritte machen, wie ein Lächeln im Gesicht oder einfach die Selbstständigkeit, wie Patienten merken, okay, ich kann etwas, was ich vorher nicht konnte. Einfach das Erfolgserlebnis, das motiviert einen selber und das macht einem tierisch Spaß, einfach die Freude zu sehen.